lieben Zuckerschnoten, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir auf dem Kanal. Ich habe heute, ich wollte schon sagen Review, nein, den Monatsrückblick für den September 2023 für euch. Mir fiel das jetzt gerade spontan ein, weil ich gesehen habe, dass die liebe Ulrike von Ulrikes Diamond Painting da das Video schon hochgeladen hat. Und ich dachte mir jetzt, bevor mir abholt, also muss ich das unbedingt noch schnell drehen, weil gerade alle ganz toll beschäftigt sind mit lauter schönen, tollen Sachen. Und ich jetzt mal ein paar Minuten für mich habe, weil wir räumen ja immer noch um. Und das ist einfach eine Katastrophe. Man wird und wird nicht fertig. Morgen fange ich, also heute Sonntag, als ich das Video drehe, morgen fange ich ja meinen neuen Job bei meinem Mann an und ich freue mich schon total drauf. Ich habe einen neuen Tisch bekommen und das Lustige war, mein Mann hat dieses Schwarzbraun oder was das mal war von den Schreibtischen, der hat so ein Eck, das Eckteil und einen Tisch gehabt. So, ne, so standen die im alten Büro. Dann war hier Schluss. Und hatte wirklich nur den Stuhl stehen und dann war zick, ging nicht weiter, musste sogar die Heizung abschrauben, weil das so schmal ist, das Zimmer. Und wollte jetzt eigentlich für mich noch so ein 1,20, nee, eigentlich nur einen Meter holen, als Tisch mit dem Unterschrank, ne? Also mit dem Schreibtisch, naja, ihr wisst schon, ich meine. Ach, und jedenfalls gab es das in der Farbe nicht mehr. Und ich habe mich schon innerlich so gefreut, weil ich gesehen habe, dass es da Grautürkis gibt. Es ist zwar nicht Türkis, aber es ist Grautürkis. Ja, er hat es gekauft. Auch der Schrank in dem Grautürkis. Und ich habe mich riesig gefreut. Und dann gab es aber diese Platte nicht als Meterplatte in Grautürkis, sondern in 1,20. Also habe ich jetzt einen längeren Schreibtisch als mein Mann. Zumindest, ne? Und jetzt steht meiner so. Nee, meiner steht hier am Fenster. Dann kommt das Eckteil und dann mein Mann. Hier stehen die Schränke. Hier steht noch ein Regal. Und hier kommt dann noch ein kleiner Tisch hin mit Stühlen. Und hier ist die Tür. Und hier ist das Fenster, ne? Da. Total toll, freue mich riesig, ne? Das ist ja das Zimmer von unserem Sohn gewesen. Auch eine total tolle Farbe dran, Türkis. ja, und das schmale Zimmer, das wird ja nun mein Zimmer. Ich hatte erst überlegt, hinten, das ist halt, wo die Ecke war von meinem Mann, da vom Schreibtisch, da wollte ich den Sessel von meiner Oma hinstellen, der bei meinem Sohn im Zimmer stand, aber naja, jetzt passt das doch alles nicht. Und da kaufe ich mir jetzt noch einen Schreibtisch, denselben natürlich. Mit dem Unterschrank in Grautürkis und stelle den dahin. Und dann sitze ich genau am Fenster und ich freue mich riesig schon jetzt drauf. Ja, und alles andere baut sich dann auf mit den Kommoden und den Galaxen. 2x4 habe ich noch von meiner großen Tochter gekriegt. Die braucht es nicht mehr. Und zwei Kommoden stehen jetzt drin und dann wollte ich mir noch Regale holen. Also das wird sehr schmal und eng, alles wieder beim Durchlaufen. Aber ich freue mich riesig drauf. Ich bin total aufgeregt, das merkt ihr bestimmt, aber ja, und jetzt dachte ich, ich mache den Monatsrückblick noch fertig. Ja, die liebe Uli hat mir da einen Gedankenblitz gegeben, weil es hat bei mir aufgeblinkt. Neues Video bei Uli, ne? Weil man ja die Glocke aktiviert hat. Und dachte ich, oh, jetzt noch schnell, bevor wir jetzt essen. Und zwar, ihr Lieben, ich habe nicht wirklich viel, aber Kleinigkeiten ein paar. Ich fange mit dem Kleinsten an und arbeite mich dann hoch, ne? So, also, ja gut, das sind zwei Kleinigkeiten. Ich habe das Lesezeichen gepaintet. Ich bin der Meinung, ich habe das im Speed gemacht, oder? Oder habe ich das als... Nee, das habe ich als Paint with Me gemacht. Genau. Das Lesezeichen, den Gnom. Total toll. Und ich habe den versiegelt und habe die Gnomnase zweimal versiegelt, weil die hat geklebt. Die klebt jetzt nicht mehr. Ist alles toll. Das Lesezeichen war von Newcraft D. Hatte nur zwei Farben, zwei Strassfarben, ne? Das helle und das rote. Und hier ist so ein, naja, was so funkelt, ne? So schön. Das war toll. Dann habe ich mal was ganz Altes gepaintet. Mein Spinner. Ich hatte, glaube ich, letzten Monat. Ja, genau, da habe ich den roten Spinner gepaintet und jetzt habe ich den bunten noch gepaintet. Der ist noch nicht versiegelt, weil ich den, ich habe den im Auto gepaintet. Ja, nicht während der Fahrt. Wäre schon cool, war. Der ist beidseitig, ne? Und, meine Tochter, meine jüngere Tochter, Orchesterprobe hat, das dauert immer eine Weile, aber das lohnt sich nicht wirklich hin und her zu fahren. Da verplempricht, glaube ich, mehr Fahrgeld als alles andere. Dann kann ich immer noch was in der Stadt erledigen, in der Innenstadt und genau, und in der anderen restlichen Zeit bin ich dann immer was Kleines. Und das ist dabei rausgekommen. Total toll, auch die Steine. Das war mal von GBFKI. Ganz am Anfang, eins der... Oh, jetzt geht da wieder der
Ganz am Anfang einer der ersten Videos von GBFKI auf meinem Kanal. Da habe ich das gekauft. Ewig her schon. Dann habe ich gepaintet. Den süßen Strasspanda. Den hatte ich meinem Sohn gekauft. Mit dem Stift. Tada. Oh. Nicht kaputt gegangen. Aber ja, ihr seht's. Ich mache mal wieder heilloses Durcheinander hier. Ihr seht, ne? Mein Teil, das spinnt mal wieder rum hier. Das ist echt nervig. Und jetzt hält es wieder nicht. Wartet mal. Gleich wieder da. Ich muss mir da echt mal was einfallen lassen hier. Es nervt langsam. Also hier. Den habe ich bereits versiegelt. Da klebt nichts an den Augen. Das war von vornherein so. Ich habe auch schon die Ränder abgeschnitten, weil ich noch mir was überlege, ob ich das auf die Leinwand klebe. Es ist halt gerade doof, ne? Wir haben ja die Zimmer zusammengelegt und jetzt ist nicht so viel Platz. Aber wisst ihr was? Das könnte ich mit doppelseitiger Klebefolie da in den Schrank kleben. Das mache ich dann noch. Ich mache dann nur noch das Foto und dann ist gut. Genau so mache ich das. Tolle Idee, ne? Mein Sohn, meine Tochter schläft so oben. Und mein Sohn so unten drunter. Und das Bett von meiner Tochter, das ist das, wo unten gleich ein Schreibtisch war. Hier an der Seite ist so ein Schrank und noch ein Regal. Und er hat ja dann, wenn er so schläft hier mit dem Kopf hier, hat er hier das noch eine Wand. Und da klebe ich das dran. Das ist eine gute Idee. Genau, das hatte ich ihm für die Kur gekauft mit dem Stift. Bestellt, ne? Und er hatte das auch angefangen und dann wollte er aber nicht. Mami, machst du mal weiter? Natürlich. Das ist Strass. Klar mache ich das, ne? Und das ist total niedlich, oder? Ich finde die total toll. Und die kleinen Bilder finde ich übelst toll. So, dann habe ich gepaintet. Hauptsächlich im Garten. Mein Seepferdchen. Das ist ein Teilbild. Na, wir haben hier gepaintet das Seepferdchen. Und hier die Sterne. Ich weiß gar nicht. Ich habe ein kurzes Review gemacht, so ein Short-Video. Und ich weiß gar nicht, ob ich es euch schon hochgeladen habe. Wenn nicht, kommt es noch. Ich habe es gemacht. Das sind ganz ulkige, lustige. So, der Panda, wo war denn der her? Den habe ich schon noch gar nicht so lange. Von FG Normal, genau. Den und der Seepferdchen war, glaube ich, von GBFKI, genau. Also, ich finde das richtig schön, aber diese zwei riesen Dinger hier, irgendwie finde ich die fehl am Platz, oder? Was sagt ihr? Irgendwie. Aber schön sieht es aus, war. Finde ich auch. So, da habe ich das alles schon mal schön gepaintet. Und dann habe ich ja mitgemacht. Und das läuft ja immer noch. Das Chills and Trills. Das geht bis 31. Oktober. Ich habe gepaintet den Jack-O-Lantern-Time. Review kommt noch. Das muss ich noch machen. Aber ihr seht, das sieht toll aus, oder? Habe ich die schon gemacht? Eieiei. Irgendwie bin ich ja völlig im. Da muss ich gucken. Ich schreibe mir das immer auf, was ich für Videos gemacht habe. Also da. Eieiei. Ich werde alt. Nee, ich habe einfach viel um die Ohren gerade. Bin aber froh drüber, muss ich euch sagen. Ich bin froh, ich halte dem Stand. Das ist gut. Es macht Spaß und ja, ich bin richtig glücklich drüber. Ja, super Bild. Ich sag dazu nichts, da mache ich die Review. Oder habe ich schon gemacht. Oder keine Ahnung. Ich gucke noch. Es ist ein wunderschönes Bild. Ich muss sagen, ich bin froh, dass die nicht mehr ganz so weich sind. Die Leinwände. Die waren mal viel weicher und staubanfälliger, finde ich. So, jetzt habe ich hier alles schön liegen. Also, das ist das, was ich diesen Monat geschafft habe im September. Mit Hilfe im Auto. Mal was Kleines, ne? Vieles ist nicht. Bin echt nicht begeistert, aber. Es ist was Schönes entstanden. So, und jetzt, Moment, habe ich im Garten, ja, das ist schon ein paar Wochen her, angefangen. Ich schleppe den im Moment hin und her. Ich weiß auch nicht, warum, falls ich dann doch mal Lust habe, zu Hause weiterzumachen. Aber eigentlich will ich ja das nur für den Garten. So ein Teil mit einem Gnom. Ich kann euch jetzt verschreckt gar nicht sagen, woher. Ist jetzt auch egal. Das mache ich euch dann entweder im Monatsrückblick oder im Review. Ich habe jetzt hier die Ecken gepaintet. Ja, die vier und war hier, aber auch schon zugange. Ach ja, das Grün habe ich überall gemacht. Seht ihr hier? Genau. Ja, da kam meine Tochter mit meinem Schwiegersohn und dann hatte ich aufgehört, wenn wir gequatscht haben. Sonst hätte ich bestimmt noch mehr geschafft an dem Tag, aber egal. Ja, das behalte ich mir erstmal. Mal gucken, wie es Wetter wird, ob wir nochmal in den Garten gehen oder nicht. Ansonsten mache ich das irgendwann zu Hause, weil die liebe Heidi und ich machen ja das Gnomen.
Event. Und dann passt das eigentlich gut dazu. Ist mal was anderes noch. Ach, keine Ahnung. Ich weiß es noch gar nicht. Nee, ich mache das nicht im Gnome-Event. Das mache ich so mal mit. Vielleicht nehme ich mir das tatsächlich mit ins Auto, lasse es da liegen. Und wenn ich wieder zum Orchesterprobe bin mit meiner Tochter, dann kann ich das weitermachen. Ist auch eine Idee, ne? So, und jetzt finde ich mit meinen lieben Mädels. Also die lieben Mädels painten nicht mit mir das Bild, sondern ich painte alleine das Bild. Aber ich habe doch ganz liebe Mädels mit einer Gnome-Gruppe, die liebe Steffi gegründet hatte. Vor langer, langer, langer Zeit. Und da hieß es ja, wir painten nur Gnome, aber ja, Gnome-Fans sind alle. Oh, ihr seht ja echt meinen unaufgeräumten Schreibtisch. Das gefällt mir nicht, aber naja. Eigentlich ist es ein Esstisch, ne? Ja, jedenfalls finden wir dieses Mal Tiere. Und da ich ja im Hot August hier diesen tollen, prachtvollen Tiger bestellt hatte, gekauft hatte, wollte ich den gleich painten. Er hat eckige Steine. Müsste ja, ist nicht so meins. Aber es ist Karat Art. Und mit Karat Art komme ich gut klar. Genauso wie Diamond Art. Ja, also. Toll, oder? Ich kann nicht meckern. Die liegen nicht zu eng, die liegen nicht zu weit auseinander, die liegen top. Ich bin echt zufrieden. Ja, mit eckigen Steinen, ja. Ja, wie gesagt, bin ich so mein Fall, war. Ihr Lieben, ich brauche dafür schon wieder viel zu viele Tage, ganz ehrlich. Aber ich kann halt jetzt wirklich teilweise, wenn, dann abends painten. Ich musste jetzt immer weiter runterfahren, weil ich mich ja daran gewöhnen muss, dass es halt nicht mehr den ganzen Tag geht. So, was heißt den ganzen Tag? Habe ich ja eh nie gepaintet, aber ich habe ja wirklich viel, viel gepaintet. Ich war jetzt ein ganzes Jahr zu Hause und habe wahnsinnig viel gepaintet. Das wisst ihr ja noch. Guckt gerne mal in meine Monatsrückblicke. Da gibt es Monate. Das ist Wahnsinn. Und ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Warst du das sogar, Heidi, die mir gesagt hat, ich soll doch mal aufschreiben? Ja, ich glaube, das warst du, Heidi. Aufschreiben, was ich alles übers Jahr painte. Ja, ich glaube. Jedenfalls mache ich das jetzt seit Januar. Und ich muss sagen, am meisten habe ich im März gepaintet. Oder? März, Juni, Juli. Im Juli war noch mal ganz viel, weil ich da zur Kur war. Aber da habe ich auch viel mit der Schablone arbeiten können. Im Juli war viel und vor allen Dingen im März. Im März war wahnsinnig viel. Oh ja, da war viel. Und das hat so Spaß. Aber ihr wisst, die Zeiten sind jetzt vorbei. Ich gehe wieder auf die Reise in das Arbeitsleben und bin da echt schon richtig aufgeregt und ich freue mich drauf. Ihr werdet denken, wieso, weshalb, ne? Ist ja da zu Hause beim Mann, aber wisst ihr, das ist trotzdem, ich bin echt aufgeregt, ne? Und ich habe heute was gemacht, weil ich viel schreddern will. Ich will das schön aussortieren und noch neu gestalten, so alles, ne? Wisst ihr, bei Männern ist das meistens nicht so der Fall. Und naja, der hat gut sortiert, brauche ich mich nicht beschweren, aber so vieles kann jetzt weg und das mache ich noch. Und das habe ich halt jetzt schon die Tage gemacht und jetzt habe ich heute zum Sonntag auch gemacht. Und da hat der erst mir den Strom weggenommen. Ich habe gedacht, wieso geht der Schredder jetzt nicht? Habe ich jetzt wirklich wieder zu viel reingesteckt? Aber ich habe da gar nicht so viel reingesteckt. Da dachte ich, nee, warte mal. Der hat den Strom weggenommen, grinste der von beiden. Und dann habe ich irgendwann wieder gemacht, wieder den Schredder betätigt. Da hat er mir dann den Schieber rausgezogen, dass da nichts mehr. Weil wenn man den rauszieht, geht der Schredder nicht mehr. Und den hat er mir dann weggenommen und hat mich aus dem Büro geschmissen. Und als er dann eine Runde mit meinem Sohn gezockt hat, also mein Sohn an der PlayStation und mein Mann am Computer, da durfte ich mich dann doch mal an meinen Schreibtisch setzen und habe dann mal bei YouTube eure lieben Kommentare beantwortet. Genau. Aber das war schon ein tolles Gefühl, wieder an dem Schreibtisch zu sitzen, zu wissen, dass es wieder losgeht. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe tierisch. Und es kommt ja auch noch eine dazu, die noch in Vorbereitung ist, aber dazu erfahrt ihr später was. Und mein neues Zimmer, mein eigenes Zimmer, muss ja auch noch fertig gemacht werden. Also ihr seht, es ist viel zu tun und viel zu machen und und dann geht es in Urlaub eine Woche. Ja, ich habe den Luxus, mein Mann hat Urlaub gebucht. Ja, ich sehe das als Luxus an, weil das nicht selbstverständlich ist, ne? Aber ich freue mich tierisch drauf. Wir fahren nochmal in Harz. Wunderschön. Aber dann mache ich bestimmt noch mal ein Video. Vorher, nachher, keine Ahnung. Aber ich erzähle euch auf jeden Fall noch was
Das mache ich danach bestimmt, ja. Und es kommt auch noch mal ein Video zum Event, zum Gnome-Event mit der lieben Heidi. Ich freue mich drauf. Wird eine Herausforderung, ja, aber wir stemmen das alles irgendwie. Meine Kinder werden groß, ich muss mir neuen Aufgaben widmen. Nee, das nicht, aber es wird, ja. So, hier nochmal alles, was ich über den September gepaintet habe. Und jetzt beende ich gerne das Video mit euch und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Lasst die Korken knallen, wenn es was zu feiern gibt. Das ist ganz wichtig, weil man sollte da mit anderen wirklich seine Freude genauso teilen, wie alles andere auch. Das ist mir in der Zeit, in der ich zu Hause war, bewusst geworden, dass ich wirklich, man sollte auch die Freude mit anderen teilen. Auch wenn man vielleicht denkt, oh, wie denken die jetzt darüber? Will ich hier rumpranzen? Das ist schwer. Das ist verdammt schwer. Das ist bei mir genauso. Das fällt mir auch sehr, sehr schwer. Aber im Grunde genommen, ich meine nichts Böse. Und ja, ich habe den Luxus, dass ich bei meinem Mann im Büro anfangen kann und da im Homeoffice bin und dann auch zwischendurch die Waschmaschine anschmeißen kann. Aber das können andere auch, die im Homeoffice sind. Und ja, ich kann auch zu Terminen fahren, wenn eigentlich Arbeitszeit ist. Aber wisst ihr, dann sitze ich abends am Rechner und mache dann noch was. Also, na, es ist ja nicht so, dass ich da irgendwelche sonderlichen Vorteile in der Arbeitszeit habe. Nee, habe ich nicht. Es wird alles funktionieren und wir werden das auf die Reihe kriegen. Und mir ist nur wichtig, dass ihr das wisst, falls mal keine Videos kommen eine Weile. Ich bin nicht weg, ich mache auch weiter, aber es könnte passieren, dass es mal ein bisschen enge wird und mal nichts kommt. Ich denke trotzdem dran, weil es ist mein Hobby und das Hobby gebe ich nicht auf. In diesem Sinne freue ich mich, dass ihr dabei wart und würde mich natürlich weiterhin freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, wenn es heißt, bei Mellys Painting-Ecke kommt ein neues Video. Passt auf euch auf, bleibt gesund und habt eine wunderschöne Zeit. Tschüss!